Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Es geht weiter und bevor wir jetzt zur Hauptmission gehen, möchte ich noch kurz sagen, jetzt wo ich diesen Part aufnehme, ist gerade der erste Part hochgeladen worden, also es ist gerade bei mir Samstag und die Sache ist die, wie ich mir schon gedacht habe, haben auch der ein oder die andere geschrieben von wegen, ja Knight, der Sound ist ein bisschen leise, die Sache ist aber die, mein Sound ist wirklich auf Maximum, also ich kann euch das auch mal zeigen. Ich habe da wirklich nichts dran verändert, also hier könnt ihr das sehen. Ich habe jetzt meine Verstärkung bei dem Programm lag im ersten Part auf plus 2, im zweiten Part lag sie auf plus 3 und ich habe sie jetzt auf plus 5 gestellt. Das ist irgendwie nur in Assassin's Creed so, also bei Rise of the Tomb Raider zum Beispiel, da habe ich das ganz normal auf plus 2 gelassen und der Sound war ja perfekt. Also ich verstehe gar nicht, wieso bei Assassin's Creed jetzt der Sound, ja, ich sag jetzt mal, so komisch ist, aber naja, sei es so. Auf jeden Fall habe ich es jetzt auf plus 5 gestellt und ja, wird sich jetzt zeigen, ob das besser ist. Ich werde nach diesem Part, werde ich einfach mal gucken, wie die Dialogszenen denn sind, ob der Sound im Verhältnis zu den alten Parts lauter ist und dann werde ich das sehen. Ansonsten werde ich es dann aber auch dabei belassen, weil ich sage ganz ehrlich, der Sound, ich habe mir das ja angehört, der ist zwar ein Ticken leise, aber er ist auf jeden Fall gut verständlich und von daher, naja, sollte es mit diesem Part also jetzt nicht getan sein, dann lasse ich es so. Aber ich denke mal schon, dass der Sound auf jeden Fall jetzt ein bisschen lauter sein wird. Na gut, dann sprechen wir mal mit unserem Vater. Giovanni Auditore. 1436. So, der hat uns mit... Oh. Mit... Nee, Moment mal, jetzt überlege ich gerade. Doch, mit 23 hat er uns bekommen. Okay, so. Dann sprechen wir mal mit ihm. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viera di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Alles klar, lauf, Bursche. Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Das werden wir natürlich machen. Und ja, so ein Vater ist doch mal wirklich cool, der, sag ich mal, die Ausschweifung seines Sohnes so durchgehen lässt. Und ja, mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, diese Szene jetzt gerade mit dem Vater, mit dem guten Giovanni, werde ich auf jeden Fall in meinem Part mir mal anschauen und werde dann gucken, ob der Sound im Verhältnis zu den anderen Dialogen lauter ist. Und ja, ansonsten ist es, glaube ich, auch kein Beinbruch. Aber ihr habt schon recht, im Verhältnis zu meinem alten Let's Play von Assassin's Creed 2, da war das alles lauter. Aber da ist es auch so, da habe ich das mit Audacity und allem so ein bisschen, nee, da habe ich das mit Fraps aufgenommen, glaube ich. Und der hat das generell dann extrem laut geregelt, aber, ach meine Güte, ich rechtfertige mich schon wieder zu viel. So, hallo. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Alles klar, okay, zu Giovanni zurückkehren. Das werden wir doch machen. Und ich habe übrigens auch, für alle, die es interessiert, ich habe gestern gesehen, man kann Mafia 3 vorbestellen und ihr wisst gar nicht, wie geil das ist. Also für alle, die Mafia 3 da noch nichts drüber wussten, googelt das mal, das wird einfach der Wahnsinn werden. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, ist übrigens, ich habe mir mal mein altes Let's Play angeschaut von Assassin's Creed 2, also da, wo wir in dem Büro sind mit Lucy, Rebecca und Sean, und habe mir dann mein neues angeschaut, also ich habe mir das auf beide Bildschirme sozusagen übertragen und da habe ich mal geguckt und man kann auf jeden Fall deutlich den Unterschied erkennen. Also alleine, dass die Kanten und so einfach glatter sind und ja, generell alles hochauflösender ist, also muss ich schon sagen, man erkennt den Unterschied. Das nur so zur Information. Okay, so. Schön, oh. Weiterarbeiten. Bischero. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Okay, dann klopfen wir mal.
Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Alles klar. Okay, Laufbursche abgeschlossen. Ich würde sagen, dann schenken wir unserer Mutter doch mal Vorrang und sprechen mit ihr. Maria Auditore. 1432 geboren. Okay. Ah ne, oh, ich muss ja noch weiter runtergehen, glaube ich. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Okay. Ein Freund der Familie. Maria bei ihrer Aufgabe helfen. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. So, und da sind wir auch schon in Leonardos Werkstatt. So, das könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Da sind wir. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause, Alter. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Ach, diese Dialoge. Einfach köstlich. So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Okay, Leonardo da Vinci, schauen wir uns den doch auch mal an. 1452 geboren. Nee, Moment mal. Ah doch, ja. Oh Gott, noch ein ganzer Jungspund. Sieben Jahre älter als Ezio. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Vielen grazie, Madonna. Wie nett von euch.
Okay, dann liefern wir das Paket doch mal ab. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Alles klar. Es war mir eine Freude, Mutter. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir als nächstes doch mal mit einem Freund der Familie. Gut, sprechen wir als nächstes mit unserer Schwester, Claudia Auditore. 1461 geboren. Die ist also momentan 15. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Alles klar. Gerechte Strafe. Duchi aufspüren und bestrafen. Okay, so. Mal schauen, wo wir ihn finden. Ah doch, ich glaube, ich weiß noch, wo wir ihn finden. Oh nein, ihr greift mich nicht an. Oh Gott, das war so haarscharf. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein. Ezio, mein Freund. Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird... Was dann, hä? Du wirst eine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Mhm. Sie soll froh sein. Bastardo! Und ich bring dir auch was bei. So, du kriegst keine Kinder mehr. Und wenn du Glück hast, bleiben dir wenigstens deine kleinen Eier noch erhalten. So. Ja, ich gebe auf. Schnauze. Lass die Finger von meiner Schwester! So. Schlägerei-Mission freigeschaltet. Alles klar. Aber ich würde sagen, wir gehen natürlich auf jeden Fall nochmal zurück. Und erledigen die Familienaufträge. So. Schlägerei freigeschaltet, alles klar. So, ich weiß gar nicht, wo die letzte Mission ist. Ob die auf dem Dach ist? Nee, Quatsch. Nee, die war auch in der, im Gebäude. Nee, vorm Gebäude war die, genau. Oh Gott. Jesus. Hi, Petruccio Auditore. Okay. Das jüngste Spund der Familie, der ist gerade mal... Wie alt ist der jetzt momentan? 13. Ja. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Okay, Petruccios Geheimnis. Adlerfeder für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Alles klar. Okay. Ah, und diese Musik. Ich liebe sie ja so. So, oh Gott, das war knapp. Hätten wir uns da jetzt nicht festgehalten. So, die zweite Feder haben wir.
So, damit haben wir die dritte. Ah, na toll, muss ich mich jetzt noch mit euch prügeln? Okay, dann kommt her. Oh, der war schnell erledigt. So, komm her. Okay, meine Güte, ging das schnell. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Alles klar, Petruccios Geheimnis abgeschlossen. Gut, wir könnten jetzt weitergehen. Aber ich würde sagen, der Part geht jetzt, ja, knapp 16 Minuten. Ich würde sagen, wir machen erstmal diese Nebenmission, die es hier gibt. Dann machen wir das im nächsten Part. So, Federn freigeschaltet. Genau, jetzt können Sie in der gesamten Welt Federn einsammeln. Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Okay. Casanova, diese beiden Briefe den bewachten Empfängern überbringen. Okay. Wird erledigt, Chef. Raphael 1. Okay, schauen wir mal eben. Meine Liebste, wie kann ich ohne dich leben? Okay, das könnte ich euch gerne durchlesen. So. So. Hi. Oh mein Gott, du hast auch schon bessere Tage gesehen, Schätzchen, oder? Ich glaube, deine Blüte der Jahre sind vorbei. Aber eine Stimme wie ein junges Mädchen. Das fand ich auch immer so geil in dem Spiel. Also, so zum Teil die ältesten Schabracken, die es gibt. Und ist auch in The Witcher so. Und dann haben die auch so eine Stimme wie so ein blutjunges Mädchen. Also, naja. So, die Missionen sind sogar noch relativ einfach gehalten eigentlich. Da gibt es später wesentlich schwierigere. Also was das Zeitmäßige angeht, glaube ich. Oh ja, und ich... Ja. Okay, naja gut, Hauptsache wir kommen erstmal hier hoch. Hi. So. Ciao. So, guten Tag. Ach, hi. Na, kommt her. Die Frau juckt das wahrscheinlich auch gar nicht. So, hi. No, keine Ursache. So, was haben wir denn noch hier? Genau, wir haben noch eine Schlägerei-Mission. Dann würde ich sagen, machen wir die doch auf jeden Fall noch. Ja, genau. Okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht in die Kirschblüten springen. Ah, und ich vergesse die ganze Zeit genau, wenn ich nicht immer umfallen will, dann muss ich einfach nur noch... Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Jetzt weiß ich, wie ich rennen kann, ohne dass ich die ganze Zeit umgeschmissen werde. Ich muss einfach nur noch Shift gedrückt halten. Stimmt, da war ja was. Eine verschmähte Frau, den betrügenden Ehemann verprügeln. Ja, alles klar. Man betrügt keine Frau, mein Freund. Lachu, Stronzo, sagen die auch immer. Genau, so kann ich wenigstens da mal entlanglaufen. Ah, meine Güte, endlich habe ich das wieder herausgefunden. Hat ja lange gebraucht. So. Nicht schwer zu erkennen. Hi. Jesus, verschonen. Keine Sorge, Jesus wird dich verschonen. So, was willst du? Ich hoffe, mein Knie schmeckt. Ah, das ist auch geil. Ich kann nicht sterben. Ich bin schön. Oh Mann. Ja, stimmt ja. Die Frauen, die immer sagen, ich kann nicht sterben, ich bin schön. Einbildung ist bekanntlich auch eine Bildung. So,
Alles klar, gut, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, ich habe alles abgeschlossen, was es jetzt momentan hier zu tun gibt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auch im nächsten Part von Assassin's Creed 2 wieder. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar sehr freuen. Und natürlich werde ich auch gucken, ob jetzt der Sound entsprechend in Ordnung ist. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.